Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen heute Kieselsahne und zwar zwei Varianten. Einmal die hier, die funktioniert in der Upside-Down-Methode. Einmal die klassische, wie du sie wahrscheinlich von deiner Mutter oder von deiner Oma kennst. Ich kenne sie von Oma. Und wie die funktioniert, das verrate ich dir jetzt. Also bleib am Video und viel Spaß dabei. Deine Silke. Die Zutaten für unsere Kieselsahne sind Eier, normalerweise 5 Stück, aber ich habe L-Eier erwischt. Von daher nehme ich nur 4, weil die richtig groß sind. Zucker, etwas Vanillepaste, Mehl. Nochmal Zucker für die Füllung. Nochmal Eigelb. Jede Menge Quark. Milch. Und Sahne. Wir starten aber jetzt damit, dass wir die Eier zusammen mit dem Zucker und dem Vanilleextrakt, also Vanillepaste in meinem Fall, erstmal richtig schön schaumig schlagen. Also wirklich richtig, richtig schaumig. Und in der Zwischenzeit werde ich hier die Gelatine, die ich euch unterschlagen habe, schon mal einweichen in kaltem Wasser. Ganz, ganz wichtig. Und ihr könnt auch in der Zwischenzeit schon mal den Backofen vorheizen. 160 Grad. Und die Form, die ihr benutzen möchtet, ausbuttern und melieren. Ich werde eine Frankfurter Kranzform nehmen und eine kleine Springform, weil ich keine große machen möchte, sondern euch noch eine Variante zeigen möchte. Also eine klassische Springform und die Form in einem Frankfurter Kranz. Finde ich nämlich auch ganz witzig. Also geben wir die Eier hinein. Und zu den Eiern eine Prise Salz und dann schlagen wir die erstmal an. Und wenn die angeschlagen sind, rieselt dann der Zucker mit der Vanillenpaste hinein. Wer keine Vanillenpaste hat, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wenn ich wiederhole ich mich, kann doch gerne Vanillezucker nehmen oder ihn komplett weglassen. Unsere Masse, wie ihr seht, ist richtig schön fluffig geworden. Die gehen wir jetzt aus der Maschine raus. Ich gebe jetzt ein Sieb drüber. Und siebe jetzt das Mehl schön darauf. Ganz vorsichtig, weil wir wollen ja die Luft in der Masse lassen. Und jetzt nehme ich mir einen Schneebesen und hebe das Ganze ganz luftig runter. Diese luftige Biskuitmasse geben wir jetzt in unsere Form. Die Masse reicht für eine 26er oder sogar 28er Form, je nachdem, wie dick ihr den Boden haben möchtet. Ich habe mich hier für eine Frankfurter Kranzform entschieden. Ist keine echte Frankfurter Kranzform, das ist eine Savarinform, aber darin mache ich normalerweise meinen Frankfurter Kranz. Und für eine kleine, das ist eine 20er Springform, damit ich euch den klassischen nochmal zeigen kann, wie der klassische gemacht wird. Also wenn ihr zwei kleine machen wollt, reicht die Masse dicke. Sie ist nämlich für einen wirklich richtig, richtig großen Kuchen gedacht. Die Backform ist meliert, wie ihr seht, also gebuttert und dann mit Mehl aufgestäubt. Und nun geben wir unsere Masse hinein. Streichen sie schön glatt. Aber nur so viel wie notwendig. Nicht die Form aufstoßen auf den Tisch. Denn sonst haut ihr da die ganze Luft wieder raus, die wir so schön reingemacht haben. Ich habe hier die kleine Form mit ausgefüllt und ich habe hier meine Savarinform mit ausgefüllt. Beide Formen verschwinden jetzt im Backofen. Schaut ein bisschen nach eurem Backofen. Die dürfen nur ganz schön leicht gebräunt sein, also leicht goldgelb. Dann habt ihr die richtige Stärke erreicht. Also so circa 30 bis 35 Minuten bei 160 Grad Ober-Unterhitze. Dann wird das Ganze hoffentlich gut funktionieren. Und wir sehen uns wieder, wenn sie aus dem Backofen kommen. So, meine zwei Kuchen haben 25 Minuten gebraucht, weil sie auch etwas kleiner sind. Das sind ja zwei geworden, wie ich euch gesagt habe. Hier der kleine und da der große. Und ihr seht, die sind richtig, richtig toll hochgegangen. Ich lasse sie jetzt noch kurz auskühlen und dann werde ich sie stürzen. Und werde sie, wenn sie ausgekühlt sind, wirklich ausgekühlt, werde ich sie einmal kurz halbieren. Also so einfach so schräg durchschneiden. Und wir sehen es dann wieder, wenn sie ganz, ganz kalt sind. Also ihr seht, die Eiweißmasse ist richtig schön hochgegangen. Das ist halt auch ohne Backpulver möglich, weil eben die Luft, die drin ist, das Ganze richtig, richtig toll hochtreibt. So, also bis später. Ich gebe dem jetzt eine Stunde Zeit.
So, meine Lieben, der Kuchen ist jetzt ausgekühlt. Wie ihr sehen könnt, ist er richtig schön geworden. Ich habe ihn hier schon halbiert, einfach mit einem großen normalen Messer einfach mal hier rumgefahren, geguckt, dass es ungefähr, ja, ungefähr, was ist das? Es ist 2,5 Zentimeter ungefähr. Bei 1 Zentimeter habe ich einen Schnitt gemacht. Das gleiche habe ich mit dem Kleinen gemacht. Der sieht so aus. Bin auch einmal rumgefahren und habe ihn hier halbiert. Dann haben wir die eingeweichte Gelatine. Die Gelatine habe ich 5 Minuten kalt im Wasser gelassen. Es waren ja vorher die Blätter und jetzt seht ihr, das ist richtig schön glibberig geworden. So brauche ich sie auch. Jetzt gehen wir her, werden unsere Eigelbe zusammen mit dem Zucker und der Milch in einen Topf geben und erwärmen. Nicht kochen, nur erwärmen und dann wird sich die Gelatine auflösen. Die Sahne habe ich logischerweise gleich wieder im Kühlschrank, nachdem ich es euch vorgestellt habe, was das als Zutat mit dazu kommt, denn die brauchen wir später eiskalt. Also jetzt gehen wir mal an den Herd. So, mein Topf steht schon auf dem Herd, er wird jetzt langsam warm. Jetzt gebe ich mal die Milch schon hinein. Und den Zucker, die brauchen am längsten, bis sie sich verbunden haben. Kurz einen kleinen Schneebesen umgerührt. Jetzt geben wir unsere Eigelbe noch mit dazu. Die Eigelbmasse ist gut verrührt. Und nun gehen wir her, das ist jetzt wirklich kein Kunststück, nehmen die Gelatine raus. Schaut, dass ihr alles erwischt, ist nicht schwer. Drückt die hier wirklich aus, drückt, wie ihr seht, ich drücke mit beiden Händen das Wasser raus. Und wie ihr seht, es darf auch jetzt nicht kochen, weil sonst würde uns das Ei gerinnen, dann hätten wir drin Eiflocken. Und das wollen wir nicht. Und jetzt gehen wir die Gelatine mit rein und können auch schon den Herd ausmachen. Denn die Wärme reicht jetzt schon, die wir haben, um die Gelatine aufzulösen. So, fertig. Das war doch kein Kunststück, oder? Jetzt müssen wir ungefähr eine halbe Stunde warten. Ich gebe die jetzt in den Kühlschrank, bis sie richtig gut abgekühlt hat. Aber ich werde sie aus dem Topf nehmen, denn der Topf ist richtig warm, hält die Wärme ein bisschen. Und damit es schneller geht, tue ich sie gleich in eine Schüssel umfüllen, sodass wir dann schneller wieder weitermachen können. Also wir sehen uns, wenn die Masse abgekühlt ist und leicht zu gelieren beginnt. Unsere Eimasse hat nun ganz leicht angefangen zu gelieren, also ganz wenig, wie ihr seht, ich wackel mal ein bisschen. Und das ist der richtige Zeitpunkt, wo wir jetzt anfangen, unsere Sahnecreme, unsere Käsecreme herzustellen. Das heißt, wir geben die eiskalte Sahne jetzt schön, ups, das war noch Creme von der Sahne, in unsere Maschine und schlagen die schon mal richtig, richtig steif. Unsere Sahne ist richtig toll steif geworden. Jetzt geben wir schon mal den ganzen Quark mit dazu und heben den auch noch mit runter. Jetzt haben wir also den Quark mit eingerührt und jetzt kommt natürlich unsere Eimasse langsam mit dazu. Die heben wir auch dann gleich mit runter. Wer Angst hat, dass in der Eimasse, die ihr geschlagen habt, noch ein bisschen Eigelb, so die hier feste Stoffe drin sind, kann sie natürlich auch gerne noch durch ein Sieb geben, vorausgesetzt, sie ist noch nicht so stark geliert. So, die Creme ist nun fertig. Nun können wir unsere Torte zusammenbauen. Ich möchte euch heute 2 Versionen zeigen. Habe ich euch ja am Anfang schon gezeigt, dass ich einmal einen normalen klassischen Springformboden gemacht habe und einmal mit der Savarinform gearbeitet habe. Und beide brauchen wir jetzt auch. Ich zeige euch auch gleich warum. Wir können um diesen Boden hier nicht einfach eine Springform herum machen. Warum? Weil hier in der Mitte einfach ein Loch ist. Das seht ihr ja, da ist das Loch in der Mitte. Das heißt, wir würden hier den Rand schützen, hier in der Mitte wird es rauslaufen. Das macht keinen Sinn. Deswegen nehmen wir nochmal unsere Form, die ist wieder ausgewaschen, legen den oberen Boden so hinein, wie er war und geben darauf jetzt unsere Creme. Und damit wir das auch nicht neben rausläuft und ich auch später einen sauberen Rand habe, habe ich mir so Abschnitte vom Backpapier gemacht, die ich nochmal drumherum lege. Also ein bisschen hinter den Boden gebe, sodass das später auch einen schönen Rand hat. So sieht das jetzt aus und da können wir jetzt gut unsere Creme drauf geben. Wenn ihr mit eurer Creme noch ein bisschen warten wollt, weil ihr nicht sicher seid, ob die jetzt noch zu dünnflüssig ist und ein bisschen noch anziehen soll, könnt ihr auch gerne noch mal die Creme 10 Minuten in den
Kühlschrank stellen und dann das Ganze beide starten, so wie wir das jetzt hier aufbauen. So, und mit einer Schöpfkelle geben wir jetzt die Creme vorsichtig darauf. So sollte das Ganze aussehen. Bei uns gehört zu einer klassischen Käsesahne dazu, dass da noch kleine Mandarinchen mit da drauf gehören. Wer das nicht mag, kann auch gerne Ananas dazu nehmen, Pfirsichstücke oder sie einfach komplett weglassen. Oben drauf geben wir unsere Mandarinchen. Wer mag, kann gerne noch ein paar aufgeben zum Verzieren. Und dann kommt auch schon der Boden drauf. Und das Ganze geben wir dann in den Kühlschrank für gut 1 bis 2 Stunden, gerne auch über Nacht. So, das war jetzt die Upside-Down-Methode. Für unseren klassischen Springformkuchen nehmen wir den Boden. Das heißt, ich habe den Boden halbiert, habe ihn hier reingelegt, habe einen Tortenring drum gemacht. Wer den nicht hat, nimmt gerne von der Springform den Rand. Funktioniert auch, denn darin habt ihr ja auch den Kuchen gebacken. Und jetzt ist es die andere Methode, sprich wir füllen den Kuchen so, wie wir ihn später haben möchten. Das heißt, wir geben unten die Mandarinchen rein. So wie ihr sie gerne haben möchtet. Wer möchte, hebt ein paar auf zum Verzieren. Aber wer keine Mandarinchen mag, wie gesagt, lasst sie weg. Ersetzt sie durch Pfirsiche, Aprikosen, Ananas, Kiwi, was ihr möchtet. Lasst sie komplett weg. Das geht natürlich auch. Und nun kommt die Creme drauf. Hier arbeite ich gerne wieder mit der Schöpfkelle. Und ihr seht, wie schön langsam die Creme, auch seht ihr gar nicht, wie schön langsam die Creme darauf läuft. Also wenn er die ganze Creme drauf verteilt hat, ist es auch hier. Es kommt der Deckel oben drauf. So, und dann könnt ihr ihn später richtig schön mit Puderzucker bestäuben. So, auch die kommt jetzt in den Kühlschrank für locker 2 bis 3 Stunden. Lieber ein bisschen länger als zu kurz. So, wenn eure Torten fertig sind, dann können wir damit starten, sie rauszuholen. Die sind jetzt richtig gut durchgekühlt. Das heißt, ich gehe jetzt her. Boden hier drauf. Umdrehen, dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Also ich finde, er sieht schon sehr, sehr schön aus. Ich gebe da oben drüber noch ein bisschen ganz klassisch Puderzucker und entferne jetzt noch die Streifen auf der Seite. Und ich finde, eure Käsesahne kann sich sehen lassen. Und jetzt zeige ich euch noch die zweite. Da haben wir ja den Kuchen schon so gebacken, wie er jetzt fertig sein sollte. Jetzt können wir den auf eine andere Tortenplatte geben, im Tortenretter, aber erst schneide ich den mal los. Dazu nehme ich mir ein warmes Messer. Ich habe das immer schön unter warmem Wasser ablaufen lassen. Fahre hier am Rand entlang. Mal Puderzucker oben drüber. Dekoriere noch mit ein paar Mandarinchen, schön. Ich kann es euch nur von Namen zeigen. Ich finde, sie ist richtig toll geworden. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, eure Silke.